einen wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei der Karnevalsplauderei hier bei Report K am Roten Fass. Heute bei uns ein Urgestein des kölschen Karnevals oder überhaupt des rheinischen Karnevals, des rheinischen Frohsinns, die Labbese. Aus Bergisch Gladbach, kann man das so sagen? Kann man so sagen. Also erstmal schön, dass Sie heute hier sind. Vielleicht eine ganz kurze Vorstellung mit Name und Instrument. Ja, ich bin der Bernd Kierdorf und spiele Schlagzeug. Mein Name ist Detlef Scholz und ich bin der Sänger. Ich bin der Michael Niesen und spiele die Rhythmusgitarre. Klaus Blömenke, ich spiele Keyboards. Wunderbar. Ja, wie gesagt, seit über 40 Jahren dabei. Ich spreche jetzt einfach mal jemanden an, der sozusagen ja auch schon ein bisschen länger dabei ist, seit 1978, glaube ich, Bernd Kierdorf. Ja, ich bin ein bisschen später dazu gestoßen. Ja. Genau. Wie war das so in den 40 Jahren Karneval? Wie hat sich das entwickelt? Vielleicht mal so ein kurzer Überblick. Also entwickelt hat sich das eigentlich, wir haben also früher Tanzmusik gemacht und die Labbese hatten schon in einer kleinen Besetzung drei Leute in der Urbesetzung Karneval gemacht und dann so ein bisschen Tanzmusik und da suchten sie noch einen Schlagzeuger und da bin ich dann eingestiegen und da wurde dann mit dem Karneval mehr und dann haben wir die Tanzmusik dann dran gegeben und dann nur noch Karneval gemacht. So ist das dann entstanden. Auch fest im kölschen Karneval. Ich habe auf der Webseite gesehen, dass Gerd Rück ein großer Förderer von den Labbesen war. Das ist Mitte der 80er gewesen, ne? Der Gerd Rück war einer unserer Lehrer auf der Hauptschule in Bergisch Gladbach, also in Mathe und Physik. Streng, aber guter Lehrer auf jeden Fall. Und der hat uns dann nachher den Einstieg in die Kajuja Köln geschafft. Also da hat man dann Kajuja Köln, hat man uns dann vorgestellt und dadurch sind wir dann auch in Köln dann reingekommen. Und es gab dann Anfang der 2000er Jahre auch so ein paar CDs, die man sich angehört hat. Was ist so der bekannteste Song? Womit kennt man die Labbese? Also die Labbese, also ich denke, die Welt, das ist ein Irrenhaus, Ernst Klee, Stück von Kölle und so weiter. Und Stähnezelt, vor allen Dingen damals mit dem Gerd Rück aufgenommen, der hat dann mitgesungen und das war eigentlich so der Einstieg. Jetzt gibt es ja in der Band einige Veränderungen. Das erste Mal, glaube ich, letztes Jahr im November mit der neuen Formation. Vier Leute sind neu dazugekommen, unter anderem auch der neue Frontmann. Wie war das so bei einer alten traditionellen Band fast einzusteigen? Wie war der Einstieg? Also von der persönlichen Ebene erstmal extrem freundlich, sehr offen. Wir haben uns persönlich sofort gut verstanden. Das hat viel Spaß gemacht. Und für mich als Sänger war das einfach eine sehr große Ehre. Ich komme aus Bergisch Gladbach und habe eine andere kleine Band gehabt. Und wir haben immer zu den Labbesen hochgeguckt und haben gesagt, das sind die großen Jungs. Ne? Und dann irgendwie in der Heimatsprache singen zu können und eben auch Lieder bedienen zu können, die in sich einfach sehr, sehr, sehr schön sind. So Jans Klee Stück von Kölle oder Nur einmal Leben. Die haben ja relativ viele Lieder gemacht, die man durchaus kennt, die unglaublich schön sind, textlich und auch melodisch sehr schön sind. Und das war für mich in erster Linie immer eine große Ehre, dann eine Herausforderung und dann auch immer mit dem entsprechenden Respekt daran gegangen. Ne? Ja. Und jetzt im ersten Jahr, wie könnte man das erste Jahr zusammenfassen? War das erfolgreich? Entsprach das den Erwartungen oder gab es da auch Überraschungen? Überraschungen gibt es immer wieder, ne? Keine Frage. Also eins der Highlights für mich war, wir sind letztes Jahr bei den Schul- und Fädelszüchten mitgefahren und hatten so vom Konzept her uns angedacht, wir spielen ein paar Liedchen und dann spielen wir die MP3 wieder runter und dann spielen wir ein paar Liedchen und dann spielen wir die MP3 runter. Fakt ist, wir haben dann angefangen mit unserem Tanz für mich, mit dem Sessionslied fürs letzte Jahr und haben 3,5 Stunden nichts anderes gemacht, sondern dieses Lied an einem Streifen durchgespielt. Und ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Ich habe noch nie auf dem Wagen gestanden und habe noch nie da runtergeguckt. Und es war nur ein strahlende Gesichter. Ne? Ob schwarz, ob grün, ob rot, ob wies, ob jung, ob alt, alles strahlte und tanzte mit und machte Spaß. Und dann haben wir es gar nicht gemerkt, dass wir im Grunde genommen quasi 3,5 Stunden ein Lied gespielt haben. Und zwar ohne Punkt und Komma. Bis der Kompressor, der Generator ausgegangen ist. Bis wir einmal nachtanken mussten. Aber ja, das war eins der großen Highlights und ansonsten, glaube ich, haben wir die Erwartungen insofern für uns selbst erfüllt. Wir sind ja bescheiden genug zu wissen, eine Umstrukturierung ist immer auch herausfordernd fürs Publikum. Ne? Wenn man so eine prägnante Formation über 25 Jahre hat, dann ist das auch eine Sehgewohnheit, die da stattfindet. Und da muss man einfach gucken, wie das Publikum das annimmt. Aber wir wollten den Bergisch Gladbacher Raum wieder zurückerobern und da Präsenz zeigen. Und das zumindest haben wir geschafft. Und jetzt haben wir das große Glück, auch in Köln wieder Beachtung zu finden. Sie haben es gerade schon gesagt, Traditionsband. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind, Michael Niesen, seit 43 Jahren. Es gibt eine ganz spannende Geschichte, wie die Band angefangen hat. Vielleicht dazu ein paar kurze Worte. Das ist ja nicht in Köln passiert. Wo genau?
Das ist nicht in Köln passiert, das ist richtig. Das war in Griechenland gewesen. Damals, wir waren zu dritt, hatten Urlaub gemacht. Das waren der Werner Kraus, leider schon zu früh verstorben, der Ferdi Schönborn. Meine Wenigkeit, vor dem Schatzhaus der Athena in Delphi, hatten wir gesagt, wir machen eine Band. Und ja, das ist die Entstehungsgeschichte. Und dann haben wir uns zurückgezogen in die Kellerräume und haben dann die ersten Lieder komponiert und sind dann in den Karneval eingestiegen. Also das so in kurzen Worten, Entstehung und Gründung. Also wir waren zu dritt, nur mit zwei Gitarren auf der Bühne, aber das ist angenommen worden zu der Zeit. Und dann hat halt eine Entwicklung stattgefunden mit Zugängen, mit mehr Instrumentarium und ja, bis heute. Wir sind nach wie vor dabei. Ja. Jetzt ist natürlich der Name Niesen für die Eingeweihten in Köln der Nachname natürlich ein Begriff. Da gibt es einen Oliver Niesen, der ist Headsänger von Cat Ballou. Inwiefern macht Sie das stolz? Ich glaube, Sie sind der Vater, das kann man glaube ich sagen. Inwiefern macht Sie das stolz, dass der Sohn sozusagen die Tradition weiterführt? Also als Vater sagt man sich dann natürlich schon, man hat in gewisser Weise einiges ganz gut vorgelebt, dass dieser Ball aufgegriffen worden ist und zur Professionalität weiterentwickelt wurde. Vielleicht noch eine Frage an den Keyboarder, beziehungsweise an den Akkordeonisten, sagt man, glaube ich. Klaus Blömecke, auch seit 2017 dabei. Wie war das für Sie, neu in die Band aufgenommen zu werden? Ja, also erstmal kam ich dazu wie die Jungfrau zum Kind. Der Detlef rief mich an über unseren gemeinsamen Gesangslehrer. Ja, und dann kam ich da an, um mich herum, perfekte Situation, alles da, Band da, Songs da, Techniker da. Das heißt, ich kam sehr, sehr schnell rein und es war sehr bequem für mich. Schicke Band, hat viel Spaß gemacht anzufangen da und das ist jetzt mit mein Baby. Ja. Sie sind ja vom Beruf Programmierer, das heißt, Sie mussten da eigentlich gar nichts neu programmieren, war alles schon richtig im richtigen Lot. Ja, also, ja. Ja. Sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, neue Saison steht vor der Tür. Was dürfen wir von den Lovies erwarten? Ja, wir haben zwei neue Titel. Mit einem Titel sind wir auch aktuell auf der Megajack von W, Megajack 22. Und wir haben dann letzte Woche noch eine herzliche Einladung vom WDR bekommen und diesen Titel jetzt kommendes Wochenende im Sendesaal bei WDR 4 vorzustellen. Da sind wir natürlich sehr stolz drauf und freuen uns darauf. Und die Session geht ja dann auch demnächst los. Wo wird man die Lovisse sehen? Gibt es dann so eine kleine Tournee oder Konzerte, Auftritte? Wir haben natürlich in Gladbach, wie gesagt, bei allen Gesellschaften werden wir auftreten und wir sind jetzt auch bei der Großen Kölner zur Saisonvorbereitungsparty im Jürzenich und wir waren jetzt am Wochenende auch schon tatsächlich unterwegs. Da ist doch einiges zu erwarten, ja. Und wir freuen uns natürlich auch riesig drauf und wir sind schon gestern so on fire gekommen. So in einem kleinen, ganz kleinen Rahmen, wo jetzt nur Präsidenten der Karnevalsgesellschaften waren, da haben wir im Brauhaus am Bock in Gladbach gespielt und das war schon alles sehr, sehr schön. Man merkt es halt, wie das Fieber kommt, die Blätter fallen, das Fieber kommt und der Karneval geht los, ne? So. Ja. Jetzt ist natürlich für eine Karnevalsband mit den ganzen Auftritten natürlich auch immer eine gewisse Anstrengung verbunden, also manchmal sind es ja auch mehrere Auftritte an einem Tag. Was machen die Lavisse am Rosenmontag? Sitzen sie alle irgendwie halbkrank auf der Couch und gucken den Karnevalszug oder wie darf man sich das vorstellen? Also in den letzten Jahren Rosenmontag haben wir dann selber mal Karneval gefeiert, nämlich bei der Kajuja in Köln am Domforum. Nette Gesellschaft, nette Leute, kann man prima einen Zug gucken und alles schön. Also das ist eigentlich dann unser Tag, wo wir mal Karneval feiern. Ja. Ansonsten in der Saison hat man eigentlich kaum Gelegenheit dazu, ne? Wenn man die ganze Zeit auftritt oder so, man muss sich ja auch sehr, sehr zusammennehmen. Man darf ja auch nicht auf jedem Auftritt einen Kölsch trinken oder so, oder wie machen Sie das? Sehen Sie das eher lockerer? Unterschiedlich. Also mein Sparringspartner Klaus, wir trinken gerne mal einen Kölsch. Also wir unterscheiden uns mit Sicherheit von anderen Bands, die da sehr strukturiert vorgehen und sehr enthaltsam. Aber wir trinken unser Kölsch, jo, stehen wir zu. Da wir alle singen, es wird ja auch unglaublich viel von dem Zeug wieder abgeatmet. Insofern ist das alles halb so wild. Sehr schön. Ich meine, ich hätte da auch Wein gesehen. Kann das sein, dass auch Wein bei war? Ja, mein Schluck. Ich wollte gerade sagen, also Kölsch trinken, Kölsch sprechen und ein bisschen Wein trinken muss erlaubt sein. 11.11., was macht die Band da? Also wir werden bei Radio Köln sein. Wir werden im Moment, haben wir nachher noch einen Termin mit der Stadt Köln. Wir werden, da ist wohl ein neues Konzept, aber da kann ich noch nichts Näheres zu sagen. So ein sogenannter Walking Act werden wir wohl werden. Und dann in verschiedenen Punkten um der Altstadt rum und am Rheinufer so mehr oder weniger Unplugged zu spielen. Aber wie gesagt, da findet nachher noch ein Termin statt und
die letzten Dinge noch abzusprechen. Also doch noch eine kleine Überraschung, auch am 11.11. Noch ein Wort zur neuen Single. Man hat eben schon gehört, sie ist auf dem einen oder anderen Trailer drauf. Wie heißt diese Single und wo gibt es sie zu kaufen? Die heißt Glücksgefühl und die gibt es jetzt natürlich aktuell nicht nur als CD zu kaufen, sondern auf allen gängigen Portalen, ob das jetzt iTunes ist oder Amazon oder weiß der Teufel, ich weiß es gar nicht, ich bin da gar nicht so im Thema. Also weil ich halt nur im Gegensatz zum Klaus kein computeraffiner Mensch bin. Ich bediene halt die klassischen Portale, also ich weiß von iTunes, von Spotify, da sind wir, bei Amazon Music sind wir, bei Google Play Music glaube ich auch, wenn es denn das so gibt in der Form. Sie heißt Glücksgefühl. Und sie beschreibt natürlich das, was uns Kölsche so ausmäht, uns Glück, die hier aus der Jähn kommen, nämlich dieses warme Herz, das du bekommst, wenn du von der Ferne nach Hause kommst, über die Brücke fährst und den Dom siehst, weißt du? Das ist ja schon so ein, ich bin Gott sei Dank nicht in Frankfurt gelandet, Ding, weißt du, so. Das ist, ja. Und die ist sehr traditionell, die geht ans Herz und die ist sehr warmherzig. Und da muss man auch sagen, haben wir mit W Music super Produzenten gefunden. Der Christian Kock, der hat das Ding produziert mit uns. Und der hat da auch wirklich sein Schaffland zu beigetragen. Der hat das so mit kleinen Einwürfen und einem Flöten-Intro und so. Das ist so schön. Diese Titanic-Flöte, die du vom Anfang kennst, weißt du, exakt diese Flöte ist es geworden. Und die klingt halt gleich so, dass du sagst, jo. Ja, war es auch für uns ein echtes Glücksgefühl, dass Sie heute hier waren. Wir wünschen viel Erfolg für die Session, auch dass sie gut überstanden wird und dass vor allem am Rosenmontag sozusagen der Karneval wieder gut ausklingt in fröhlicher Runde und nicht irgendwie im Bett mit einem Kamillentee. Ne, also das war Karnevalsplauderei heute bei Report K am Roten Fass mit den Labbisse. Ich habe auch gelernt, wie man es richtig ausspricht. Ausberg, Schleidbar, aber fest im kölschen Karneval verwurzelt. Wir bedanken uns, wünschen viel Erfolg. Und sehen uns bald wieder. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.